Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die Oktober-Variante der Beziehung Deutschland-Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, mittlerweile ist das echt ganz schön gut in Deutschland hier angekommen, wa? Spätestens nach dem Adventskalender-Launch geht die Party hier echt hart ab, muss ich wirklich sagen. Also Hut ab, Leute. Wir bekommen aber die monatliche Abo-Box für 14,90 Euro nach Hause geschickt und da sind allerhand interessante Produkte drin enthalten. 5 Stück an der Zahl. Ich bekomme sie jetzt in Kooperation zugeschickt, um sie vorzustellen. Vielen, vielen Dank an das liebe Blissim-Team. Und ich kann zwar keine Box an euch verlosen, aber ich kann eine selbst zusammengestellte Box verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau gerne mal vorbei. Übrigens, habe ich gerade vergessen zu erwähnen, man bekommt, wenn man die Box neu abonniert, tatsächlich auch immer ein Goodie dabei, also quasi ein Geschenk. Und ihr müsst mal gucken, was es einfach zu dem aktuellen Zeitpunkt gibt, was, wenn ihr die Box abonnieren möchtet. Ich habe jetzt hier zum Beispiel von Hello Body die Coco Touch Coconut Hand Cream mit 75 Millilitern. Die wurde mir jetzt mitgeliefert, damit ich sie euch nämlich zeigen kann. Und ja, das ist auf jeden Fall nochmal so ein Goodie on top mit dabei, wenn man quasi sich entscheidet, die Box zu abonnieren. Ich finde es ganz cool. Ja, schauen wir mal rein. Also, Danü Pollen für Blissim hat wohl dieses Design entworfen, was ich echt hübsch finde. Also ein bisschen freaky. Das ist ja voll mein Vibe, ne? Irgendwie passen meine Fingernägel auch gerade dazu. Ziemlich cool. Und ja, machen wir die Box mal auf und gucken mal, was drin ist, ne? Pink Power. Ja, moin. Oktober 2022. Und hier kommt ein Duft raus. Du ahnst es nicht. Es riecht richtig gut. Es riecht richtig, richtig gut. Okay. Und hier sehen wir die Produkte, die den Duft dann verbreiten könnten. Aber da schauen wir gleich nochmal etwas intensiver rein. Also, Pink Power. Schauen wir mal, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben. So, Pink Power, im Oktober vereinen wir unsere Kräfte für eine Sache, die uns sehr am Herzen liegt. Setze mit uns ein Zeichen und mache auf das wichtige Thema Brustkrebsvorsorge aufmerksam. Pink Power ist angesagt. Schon einmal etwas vom rosa Oktober gehört? Safe, Leute. Das ist so wichtig. Also meine Oma mütterlicherseits ist letztendlich quasi an Brustkrebs verstorben. Also die hatte nachher überall Krebs, ne? Aber die ist halt super früh mit 44 schon verstorben. Ich habe sie natürlich nie kennenlernen können. Und ja, die Mom von meiner Mom. Das ist echt krass. Die liebe Oma Erika. Für mich definitiv ein Thema, was mir auch sehr, sehr persönlich und privat am Herzen liegt. Genau. Diese Kampagne wurde ins Leben gerufen, um alle, die tapfer gegen Brustkrebs kämpfen, zu unterstützen, aber auch um das öffentliche Bewusstsein zu verschärfen und weitere Forschung von Behandlungsoptionen zu bekräftigen. Ziel ist es, gemeinsam die Sensibilität Brustkrebs zu stärken und damit nicht nur Frauen weltweit zu erreichen. Ja. Im Oktober dreht sich daher bei uns alles um die Vereinigung Pink Ribbon, über die ihr mehr auf unserer Homepage erfahrt. Für diesen besonderen Monat haben wir uns mit der Illustratorin Dani Pollen zusammengetan, die exklusiv unsere rosa Oktoberbox designt hat. Let's go, Pink Power. Okay. Ja, also das sind halt wirklich weitestgehend jetzt pinke Produkte, was natürlich farblich sehr schön passt. Die Produkte sind hier auch nochmal aufgeführt. Die Preise werde ich euch entsprechend dann raussuchen. Und dann haben wir hier das Mini-Interview mit Dani Pollen. Ich kenne die Frau leider nicht. Ich bin ganz außer, ja, ganz woanders gerade, weil das, ja, mir so ein kleines Flashback natürlich auch gibt, ne? Genau. Wie kann ich mich selbst abtasten? Hier ist tatsächlich nämlich auch nochmal das im Heftchen aufgeführt. Das finde ich richtig gut. Hinfühlen statt wegsehen, weil es ist einfach eine Sache, wenn du das frühzeitig erkennst und dich da selber für sensibilisierst oder halt andere auch dafür sensibilisiert worden sind, dann lässt sich das halt behandeln. Das ist halt die Sache bei Brustkrebs, ne? Ja, genau. Und dann ist hier nochmal die Info über den Blissim Adventskalender. Und dann schauen wir jetzt mal in die Box hinein. So, als erstes habe ich hier ein dekoratives Kosmetikprodukt und zwar ein Blumenblush von Botanic Beauty. Den müsste ich tatsächlich noch haben, aber ich weiß nicht, ob ich diese Farbe habe. Das muss ich mal schauen. Rose Infused Blush. Cruelty-free und vegan, also eine wunderschöne Verpackung. Hatte ich tatsächlich schon vor einiger Zeit mal, vor Jahren, ne, mal irgendwann in der Box gehabt. 4 Gramm sind hier drin.
Und das passt auch, also nicht nur von diesem Design tatsächlich zu dem Motto richtig gut, sondern auch von dem Blush an sich. Und ich habe hier die Farbe Peach Blossom. Und da werde ich dann mal stöbern gehen in meiner Schminksammlung. Ob ich den noch habe? Ich meine mich zu erinnern, dass der halt auch sehr, sehr pudrig war. Genau, schaut so einmal aus. Diese Blume, die da reingeprägt ist, ist einfach wunderschön, ne? Genau. Mensch, ja. Schönes Produkt. Freue ich mich, dass es mit dabei ist. Und passt auf jeden Fall auch zum Motto mit dabei, ne? Doch, das ist gut. Entschuldigung. Ja, die Hormone, die machen aktuell ganz schön viel mit mir. Ich bin jetzt 5 Wochen vor Geburt quasi. Dementsprechend rastet alles in meinem Körper aktuell sowieso immer aus. Dann habe ich als nächstes ein Produkt von No Cosmetics. Dreh mich, okay. Gucken wir gleich mal. Hypercalm Too Faced Cloud Serum Shake Today. 5% Acealic Acid, Active Skin Improvement, Anti-Redness Effekt, 20 ml. Passt farblich wunderschön, ist aber kein Produkt für mich, weil ich keine Probleme mit Rötung habe. Ich muss bei mir im Gesicht halt immer etwas machen gegen die Trockenheit, ne, gegen Fältchen und so arbeite ich dann halt auch viel. Das ist ein Zwei-Phasen-Serum, was man halt vorher schüttelt. Dann kann man das mit einer Pipette entnehmen, auf das Gesicht geben und das wird dann auch hautberuhigend wirken. Das finde ich persönlich auch immer eine ganz schöne Geschichte. Denn es gibt relativ viele Frauen, die halt Probleme mit Rötung haben und da auch gut mit bedient wären tatsächlich. Dann habe ich hier etwas drin. Wild Science Lab Leaf and Seed Hair Care Collection Root Therapy Strengthening Treatment Mask, eine Haarmaske, Organic Hemp Seed. 30 ml haben wir hier drin. Das lässt du 10 bis 15 Minuten in den Haaren. Benutzt es ungefähr 2-mal pro Woche. Und dann machst du das in dein... Ach, sowas finde ich immer schwierig, ne? Also nachdem du quasi deine Haare gewaschen hast, machst du das rein und lässt es 10 bis 15 Minuten einwirken. Das finde ich immer schwierig. Also wenn man sagt, Mensch, du machst es halt einfach nur in dein feuchtes Haar, dann könntest du ja vorher deine Haare anfeuchten und dann einfach das reinmachen und danach halt regulär auch normal deine Haare waschen. Soll man hier ja offensichtlich nicht und das finde ich immer ein bisschen schwierig, ne? Weil ich stehe jetzt nicht 10 bis 15 Minuten nackelig im Badezimmer rum und vertrödel meine Zeit. Das ist nicht so geil und deswegen, also weiß ich nicht. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr solche Produkte dann anwendet. Ich finde das immer ein bisschen verrückt, muss ich sagen. Hier habe ich, glaube ich, den Grund für den Duft. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mir das aussuchen konnte. Irgendein Produkt konnte man sich nämlich aussuchen, glaube ich, ne? Von Respire habe ich hier ein Exfoliating Body Bar für den Körper. Das ist wirklich ein Peeling, ne? 95% natürliche Inhaltsstoffe, 30 Gramm sind hier drin enthalten. Und das finde ich immer ziemlich witzig. Also wir haben in den Boxen immer häufiger jetzt ja auch feste Produkte drin enthalten, was ja auch per se echt schön ist. Nicht alles davon mag ich oder vertrage ich. Also das muss ich mal ausprobieren. Wenn das halt wirklich einfach ein Peeling ist, dann können wir auf jeden Fall Freunde werden. Das kann auf jeden Fall was werden. Und sowas finde ich ja auch schön, ne? Ist auch nachhaltig, wenn du hier einfach kein Wasser transportierst, sondern dann einfach das feste Produkt hast, das anwenden kannst. Und das riecht auch sehr angenehm. Also dieses Mandel ist es doch, ne? Parfum Amont, ja. Das mag ich. Your body is magic. Also ich würde es auch als Magie bezeichnen, dass da auf einmal mega Mr. Bauch hier mit drin ist, der aktuell wirklich sehr doll auf meine Lunge drückt. Es hört sich bekloppt an, aber ich freue mich schon auf die Senkvenen. Weil Senkvenen bekommt man ja eigentlich so ab der 34. Woche bis zur 36. Woche kann das anfangen. Und dann heißt es halt, dass das Kind dann weiter nach unten rutscht. Also weg von der Lunge. Ich freue mich schon drauf, wenn das passiert, weil das ist wirklich sehr, sehr atemberaubend aktuell, genau. Dann habe ich hier von NYX etwas drin, Very Rose, das ist ein Micellenwasser für Gesicht und Augen, soll beruhigen und für alle Hauttypen sein, 50 ml. Ja, Micellenwasser kann man verwenden, muss man nicht, also ich bin kein Fan von Micellenwasser, aber ich kenne super viele, die Micellenwasser halt total feiern. Dementsprechend ist es ein gutes Produkt in der Box drin
Und ja, verwendet man halt entsprechend zum Abschminken. Ne? Meine Haut verträgt halt Micellenwasser nicht ganz so gut. Die ist da wahrscheinlich zu sensibel für. Ich weiß es nicht. Ich verwende halt Abschminkbalsame und danach einen Reinigungsschaum, Reinigungsgel, irgendwas zum Reinigen halt. Ne? Aber Micellenwasser, da komme ich nicht so mit klar. Nee, muss ich sagen. Okay, so, das waren jetzt die 5 Produkte. Ich fand sie einfach schön. Also das, was sie halt mit dem Motto verbindet, ist halt einfach generell die Verpackungsfarbe. Und das wurde halt ganz gut gewählt. Das passt ganz toll. Ich finde das Motto einfach sehr, sehr herzerwärmend und sehr, sehr wichtig tatsächlich. Deswegen, also vielen Dank, liebe Blissinbox, für diese, ja, diese Gedankenstütze. Gedankenanregung, wie auch immer man das sagen mag. Ich finde die Produkte für 14,90 € auch total toll gewählt. Ich finde es cool, dass wir hier einen Blush drin haben, dekorative Kosmetik. Es ist ein bisschen was für den Körper, ein bisschen was für die Haut, für alles irgendwie was, für die Haare was mit dabei. Ne? Ist schon cool gewählt. Schreibt mir gerne eure Meinung mal unten in die Kommentare rein, da können wir uns gerne drüber austauschen. Und ja, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!